Heute spielen wir die Partie Deutschland gegen Ungarn zur Ausgangssituation. Frankreich hat aktuell 4 Punkte, Portugal hat 3 Punkte, Deutschland hat ebenfalls 3 Punkte und Ungarn hat 1 Punkt. Das bedeutet, dass Deutschland sehr gute Chancen hat, zumindest als einer der besten 4 Drittplatzierten ins Achtelfinale zu kommen. Deutschland hat theoretisch die Möglichkeit, als Gruppensieger das Ganze zu beenden oder aber auch als Zweiter der Gruppe. Das hängt jeweils ab davon, wie das Spiel zwischen Portugal und Frankreich ausgehen wird. Nun aber zu diesem Spiel. Einmal hier nochmal die Spielregeln. Und ihr seht, wir haben auch ein bisschen beflaggt. Wir wollen uns einfach hier mal ein wenig der aktuellen Situation anpassen. Und wenn andere Stadien hier beleuchten können, dann können wir zumindest auch die Flaggen aufhängen. Also, zum Spiel selber. Jede Mannschaft hat 5 Schuss aufs Tor. Das wiederum bedeutet, dass wir 1 gegen 1 spielen. Und der angreifende Spieler steht jeweils an der Mittellinie, am Mittelpunkt und schießt auf das Tor. Am Tor selber verteidigt die andere Mannschaft auf dem Elfmeterpunkt. Und das Ganze, wie gesagt, mit 5 Schuss. Und hier wurde ausgelost, dass Ungarn Anstoß hat. Es geht also mal abwechselnd. Ungarn fängt an. Schießt und gehalten. Vom deutschen Torhüter. Nun also die Deutschen am Ball. Mit dem ersten Schuss auf den Torhüter der Ungarn. Nun wieder die Ungarn. Schuss am Tor vorbei. Die Deutschen mit dem zweiten Schuss schießen rein. 1:0 für Deutschland. Die Ungarn nun mit dem dritten Schuss die Chance zum Ausgleich. Au, 1:1. Deutschland nun zum dritten Schuss. Die Chance erhöhen. Ah, nur vor den Torwart. Ungarn mit dem vierten Schuss schreitet zum Ball, schießt und der Ball dreht vor dem Tor ab. Deutschland nun mit dem vierten Schuss zum Tor, schießt und Pfosten. 1:1. Ungarn mit dem letzten und fünften Schuss. Vors Tor, vor den Torwart. Deutschland hat die Chance, mit dem letzten Schuss nun das Spiel für sich zu entscheiden und 3 Punkte zu sichern. Schießt und schießt am Tor vorbei. Deutschland und Ungarn trennen sich also in diesem packenden Spiel 1:1. Das bedeutet, nach diesem Spiel hat Ungarn 2 Punkte und ist damit als Tabellenletzter ausgeschieden. Deutschland hat 4 Punkte und ja, kann damit mit Frankreich punktemäßig gleichziehen. Und je nachdem, wie das Spiel Frankreich und Portugal ausgeht, wird Deutschland dann ja vermutlich auf dem 2. oder aber 3. Platz dieser Gruppe landen, könnte sich aber durch das gute Torverhältnis sehr gut als einer der 4 besten Drittplatzierten für das Achtelfinale qualifizieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.